Jingle bell, 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 bell. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Adventskalender Türchen Nummer 22 mit einem Special Guest. Ihr habt ihn sicherlich erwartet. Der Jan ist mit am Start. Hi. Hi. Du darfst auch beim Adventskalender dabei sein. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wir spielen die Prognose Greuther Fürth gegen Braunschweig. Heute ist ja der letzte Spieltag gewesen. Das heißt, es gibt quasi bis nach der Winterpause keine Spiele mehr, die wir prognostizieren können. Und naja, ich bin ja eigentlich Fürth-Fan. Du, Braunschweig. Perfektes Spiel. Ich habe die beste Mannschaft, damit ich eine Chance habe. Hat Jan gerade gesagt, ne? Das ist ganz klar. Ja. So Leute, damit starten wir rein in die Prognose. Schaut natürlich unbedingt beim Jan vorbei, rechts oben beim i verlinkt. Ihr kennt ihn sicherlich alle, aber falls noch nicht, unbedingt vorbeischauen. Jetzt kann ich endlich mal gegen dich gewinnen. Ne? Wir haben noch nie gegeneinander gespielt, glaube ich, bei FIFA 20. Also so wirklich gespielt als Spiel. Ne? Torwart und so haben wir schon gemacht. FIFA 20 kann sein, ja. Was wir auf jeden Fall mal machen wollten, was schade ist, dass wir es noch nicht gemacht haben, ist unbedingt mal Pro Club. Stimmt. Ein bisschen mehr zu spielen. Oh, Time Finish, hast du gesehen? Das hab schieß ich doch, wenn ich Schuss drücke. Oh, Burchert, da wundert mich, dass der denn hält. Das ist eigentlich so ein geiler Torwart, der hält aber nie was. Ich bin so eiskalt vor der Bude, das wirst du jetzt gleich erstmal leben durch Herr Gotha. Oh, ich dachte gerade echt, dass der wäre drin. Das ist der Beste bei Fürth. Caterwell, der hat, glaube ich, keine blonden Haare mehr jetzt. Haben sie natürlich noch nicht so geändert. Wichtig, was für die Haare der hat. Oh, Ernst, bring ihn doch an den Mann, als ob er den nicht durchbringt. Ich hoffe, dass die Braunschweiger aufsteigen und Fürth nicht absteigen. Weil dann ich würde es mir auch wünschen, dass die Braunschweiger aufsteigen, aber ich würde gern, ich würde dich gern mal ins Stadion einladen. Aber so richtig dran glauben, weiß ich nicht. Jawohl. Ah, ja, da ist das 1:0 und das 1-gegen-1 Duell nicht so wie ein Football-Match. Ja. Das sage ich dir, du, das ist hier realistischer. Nice. 1:0, Caterwell. Kann man machen. Ich sag, machst auf jeden Fall noch 2 Tore. Ich sag 5:0. 0 auch, ja, ganz wichtig. Also wenn ich kein Tor schieße, dann sage ich 3:0, aber ein Tor mache ich vielleicht auch. Also am Anfang war ich ja besser, aber jetzt so die letzten 20 Minuten war ich nicht da so. Da gebe ich Gas, ja. Oh, Alter. Jetzt Herr Gotha. Was? 11 Meter, jawoll. So unfair hier, die Braunschweiger. Oh, rot. Rote Karte. Was sagst du jetzt so als Tipp? Willst du deinen Tipp ändern? Warum denn rot? Jawohl. Bestrafung gibt's nicht mehr. Ja, doch. Jetzt wieder. Aber bei Fürth ist halt immer so das Ding, die machen halt die Elfmeter eigentlich nicht. Komm, weißt ja, du, was ich. Du bist ja so gut. Was ich gesagt habe, in echt lassen sie den nicht schießen. Das ist der Beste von Fürth eigentlich, Herr Gotha. Und die lassen den beim Elfmeter schießen oder beim Elfmeter halt nicht schießen. Das nervt einfach. Unnormal. Warum? Ich weiß nicht. Oh. Nein! Yes, und deswegen lasse ich ihn schießen und dann sieht man, dass er es macht. Also, falls die Fürther das hier sehen, lasst ihn schießen. Mann, Alter. Der ist von Frankfurt gekommen. War früher das Ultratalent irgendwie, glaube ich, bei Gladbach, Frankfurt oder so, irgendwie, keine Ahnung. Und den haben sie jetzt ausgeliehen. Und der spielt auch echt deutlich besser als alle anderen von Fürth. Deutlich besser. Aber irgendwie, ja, Elfmeter, das hat dann der Linksverteidiger gemacht und der hat ihn dann neben das Tor geballert. Ja, okay. Halbzeit. 2:0, du musst ein bisschen umstellen mit deiner roten Karte. Ja, mit einer roten Karte will ich doch wohl hoffen. Nee. Das hin? Kann keinen Rot geben, das, da bin ich absolut nicht deiner Meinung. Gelb, was? Jawohl. Von hinten ist das dein Ernst? Also es war schon ziemlich heftig, aber ich bin auch bei Gelb. Das ist der Beste, Herr Gotha. Und da unten, komm schon, nein! Oh, Fejic mit. Ah! Ich hätte schießen sollen, aber das ist typisch Fürth eigentlich. War schon realistisch, dass ich da nochmal abgepasst habe. Und jetzt geht's wieder in die andere Richtung, Wittek. Und da ist Nielsen. Und oben, da steht kein Mensch.
Herr Gotha, er holt ihn sich. Herr Gotha und... Alter, das ist ja... Jetzt! Oh! Warum? Oh. Jetzt aber so langsam... Aber es ist ein anderer. Das ist ein anderer. Hey, gelb. So, aber was ich auch gut fand, ist jetzt unser Tor. Weil 2-0, ich will ja eigentlich... Den Tipp, du hast 3-0 getippt, ich will ihn eigentlich toppen. Alter. Jawohl. Keita Uel. 3-0. Endlich, Mann, endlich. War auf jeden Fall ganz, ganz crazy. Ich war... ich habe mich da... Meine Mannschaft hat überhaupt nicht möglich, da hinterher zu kommen. Ja, ich habe mich da 2-3 Mal hin und her gedreht, auch noch. Oh, yes! Hey, du hättest ihn noch retten können. 4-0. Keita Uel wieder. Mag ich eigentlich nicht so, aber... nice one. Jetzt werden hier die Moves ausgepackt. Das hat Scheiße. Absolut nichts gebracht. Dafür läufst du wieder in einen Konter. Und da ist wieder Keita Uel. Ich meine, ich habe zwar nur noch 10 Mann, aber dass du so krass konterst. Ja, ich bin halt gut. Zumindest Herr Gothagard. Jawoll. Jetzt reicht's aber hier. 5-0. Das will ich mal in echt sehen. Nice one. Da macht dein Torwart nichts mehr. Eiskalter Lupfer. Sehr schick. Der rote Karte hat gekillt. Lol, was hat das? Ja, ich dachte, ich hätte jetzt irgendwie so einen Bug gehabt, aber... Oh mein Gott, was ist denn jetzt Alter. Los? Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? So gut. Deinstallierst das Spiel jetzt. Das ist ja Demütigung. Ich kann nichts mehr machen. Doch. Ich meine, wenn der Anstoß schon hier gecheatet. Wird. Ja, das sind meine Hacks wieder. Was? Aus. Wieso pfeift er denn ab? Das wäre es gewesen. Ja, den hätte ich so sicher gehabt. 6-0 kassiert Jan von mir eine Klatsche. 3 Tore von dem besten Mann, Gotha. Ja, geht in Ordnung. Die rote Karte hat dich ziemlich gekillt, dann wäre es wahrscheinlich echt ein 3-0 oder so gewesen. Aber, ja, aber war jetzt trotzdem ganz gut. Ich bin zufrieden. Jetzt kommt die Kasse Challenge, seid gespannt. So Leute, wir starten rein in die Challenge. Wir suchen uns die Mannschaften aus und natürlich wieder per Zufallsprinzip. Ich habe dir das gerade erklärt. Das Dreierprinzip wieder. Du darfst beginnen. Drück mal drauf. Oh, Argentinien, 3 Sterne. Dann gucken wir mal, was ich bekomme. China mit 2,5. Ja, willst du weiter drücken? Ich will weiter drücken. Oh, was? West Ham United 4,5. Okay, bitte gib mir irgendwas Gutes. Spanien 3 Sterne. Willst du nochmal oder wählst du die? Ja, ist okay. Nein, scheiße. Wenn du die wählst, ich glaube, dass ich nichts Besseres bekomme, aber 3 Sterne, ich muss nochmal. Es kann sein, dass ich jetzt einen halben Stern oder so krieg. Nee, es ist besser. Sind 3,5. Türkei. Verrückt. So, wir spielen eine Torwart-Challenge. Wir dürfen nur den Torwart spielen. Müssen aber nur mit dem Torwart Tore machen. Also wir spielen quasi Libero. Alle Tore, die nicht mit dem Torwart erzielt wurden, die müssen quasi dann mit einem Eigentor wieder wettgemacht werden. Wird absolut verrückt. Wie man hält auf der PS4. Wie fordere ich denn den Ball? Wir kriegen das schon hin irgendwie. Das ist absolut verrückt. Ich weiß gar nicht, ist meiner links, rechts Fuß? Ich habe keine Ahnung. Komm. Nee, den kriegst du den kann kriegst ich locker annehmen. Ja, locker. Oh, aber mit der Hand. Alter, ich werde so keine Fitness mehr haben am Ende. Das ist so scheiße. Den nehme ich locker an. Oh. Oh, ich muss ja zurückrennen. Ups. Wobei, nein, doch nicht, weil ich so schlecht bin. Falls wir mal wieder eine Koop-Torwart machen sollen, falls ihr auf sowas Bock habt, hätte ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Oh, dann könnt ihr das auch mal gerne reinschreiben. Passt mir doch! Alter, ich wurde so beschissen. Die haben einfach gewartet, bis du im Tor bist.
Meine Mannschaft hat mir nicht gepasst. Ja, Schiss, Alter. Oh ja, jetzt. Komm schon. Nein, nein, nein. Wenn du jetzt durchkommst. Ich hab so verloren. Ich hab so verloren. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Warum schießt du denn von da, Alter? Du hättest noch viel weiter laufen können. Ich hatte Angst. Jawohl. Jetzt passt er mir wieder nicht. Ich raste so aus, ne? Oh! Zu stark, ey. Ja, das war die beste Möglichkeit bisher. Das stimmt. Alter, hatte der noch hinterhergesprungen. Ah, shit, shit, shit. 0:0 zur Halbzeit. Das ist eine schwierige Challenge, muss ich sagen. Ich hatte die beste Möglichkeit. Du hattest mehr Möglichkeiten. Mal gucken. Jetzt spiele ich nach unten. Das ist noch besser. Nein, nein! Mach ihn doch nicht rein, Junge! Ich hab gefordert, er hat einfach geschossen, der Idiot! Ah, wenn ich den gekriegt hätte. Oh! Nein. Nein, 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 nein. Nein! Oh mein Gott! Was war das für ein Scheißschuss? Der hat halt keine Ausdauer mehr, aber das ist halt so lächerlich. WTF. Oh! Oh. Alter, wenn der durchkommt, meine Spieler sind halt so schlecht, ne? Ja! Nein. Gib ihn mir! Gib ihn mir! Nein, nein, nein! Gib ihn mir! Nein! Oh. Er hat halt keine Ausdauer, der ist halt so schlecht, Mann! Es ist unglaublich! Ich glaube, ich wechsle jetzt meinen zweiten Torhüter. LOL! Nein, Mann, ich bin nicht im Tor! Scheiße! Ja! Nein! Du bist halt einfach so kacke im Dribbling. Nicht so wie ich, guck mal. Nicht schießen, nicht schießen! Ja, Mann! Oh! Nein. Jawohl! Da ist das Tor! Yes, Mann! 1:0, ich dachte schon, wir kriegen hier gar nichts mehr hin. Ah! Die Nummer 99, yes! Als ob. Das ist doch nicht. Nein! Ja, Mann! Ja, Mann! Nein! Ja, komm, 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 nein. Komm, komm! Komm, komm! Ja! Yes! Ole! Ole! Ja, Mann! Da ist das Ding entschieden. Es hat lang gedauert. Die Challenge ist echt schwer, aber ihr seht, es ist machbar. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad wohlgemerkt. Wir haben schon gerade überlegt, ob wir gleich noch ein Rematch machen, wo wir es runterstellen. Aber ich habe es bewiesen, dass es geht. Brauche ich kein Rematch mehr. Oh, was ein Glück. Komm, komm, komm! Nein! Scheiße! Oh, aber meiner schießt schon. Hat er dir gerade vorgeschlagen, dass du im Tor auswechseln soll? Echt? Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Ich glaube schon. Alter, das gibt's nicht. Das jetzt kommt nochmal eine Chance. Nochmal eine Chance auf der. Ja, in der eigenen Hälfte. Ja, ja, habe ich geklärt. Also, was war das? Kommt die Post Alexa jetzt? Dachte, es klingelt, jetzt kommt die Post so. Ja. Nice, 2:0, wir haben es gepackt. Irgendwie endlich doch geschafft. Ja, cool, dass du dabei warst. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, bevor die Kamera ausgeht, bei Türchen Nummer 23. Es naht dem Ende zu jetzt. Ist ganz verrückt. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.